Hallo zusammen, wir spielen 7 Days to Die. Freut mich, dass ihr wieder reinschaltet. Wir stehen vorm Händler Tag 24 und die Entscheidung steht fest. Was kaufen wir uns? Wird es der Robotikgeschützturm oder wird es der Maschinenpistolengeschützturm? Es wird zweiteres. Es wird der Maschinenpistolengeschützturm, denn der ist doch besser geeignet für eine Base-Verteidigung. Der Robotikgeschützturm ist dann doch eher was, was man mal auf eine Mission mitnimmt. Und ich habe daraufhin auch noch ein paar Ressourcen mitgebracht. Ich habe einige Skillbücher, die wir doppelt haben. Dann habe ich nochmal Kunststoffabfall, elektrische Teile, kurze Eisenrohre mitgebracht und das Geld sollte dann dafür reichen. Ihr hört es schon, ihr seht es auch, es wird hier fleißig Pflastersteine hergestellt, denn es geht nämlich auch bald wieder los. Wir werden unsere Hortenfalle vielleicht sogar schon neu bauen oder ausbauen. Ich muss mal sehen, das weiß ich noch nicht so genau. Many thanks. You've proved to be very resourceful. So, Here's your pay. zuerst geben wir mal noch unsere Quest ab. Die hatten wir noch offen. 12.000 Erfahrungspunkte Belohnung. 2.000 Dollar Dukes gibt es und als Belohnung würde ich mich für den geschmiedeten Stahl entscheiden. Da hatte ich letztens, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Auf jeden Fall brauchten wir den, um irgendwas herzustellen. Und den können wir momentan ja nur kaufen. Und da haben wir ihn gleich. Belohnung Stufe 3 abgeschlossen. Es gibt noch eine weitere Belohnung. Nochmal 2200 Dukes. Mensch, da brauchen wir gar nichts mehr verkaufen. Jetzt gucken wir mal. Es gibt Fernkampf-Mod-Paket, Schrotflintenpaket, Eisenrüstungspaket, Nachtsichtbrille, Ackerbaupaket. Ah, das ist jetzt schwer. Mods würde ich erstmal ausschließen. Mods, ich sag mal, das ist so der Kick nochmal auf einer Waffe. Solange wir auch keine Waffe haben, brauchen wir auch keine Mods. Schrotflintenpaket, das klingt interessant. Ist nur die Frage, was ist da drin? Haben wir jetzt die normale Schrotflinte oder haben wir vielleicht sogar schon die automatische Schrotflinte drin? Eisenrüstung fällt auch raus, da stehe ich nicht drauf. Nachtsichtbrille weg, brauche ich nicht. Ackerbaupaket ist eigentlich, ich sag mal, nicht so wertvoll. Ich werde mal das Schrotflintenpaket nehmen. Und mit ein bisschen Glück haben wir da was Gutes drin. Lassen wir uns mal überraschen. So, bevor wir reingucken, wird ich dann doch mal in sein Inventar schauen. 10.000 Dukes. Wir verkaufen aber auf jeden Fall erstmal die Baupläne, die über sind. Ist gut Geld gebracht. Die Eisenstiefel würde ich auch verkaufen. Dann haben wir noch das ganze alte Geld. Verkaufen. Ja, dann hatte ich mir einen Teil von Kunststoff, elektrische Teile und kurze Eisenrohre mitgenommen, falls das Geld nicht reicht. Aber jetzt reicht es erstmal. Dann lasst uns mal den Geschützturm kaufen. So, automatischer Maschinenpistolengeschützturm. Kostet 8.500. Kaufen wir. Ich würde jetzt auch einen Generator kaufen. Zudem noch die Batteriebank. Und den Rest, denke ich mal, stellen wir uns her. Ich hätte jetzt noch knapp 1000 Dukes. Wir könnten auch noch ein bisschen was verkaufen. Gucken wir mal, hier hatten wir jetzt 400 Dollar, 700 Dollar, 500. Bekommen wir noch mal so 1000, 6000, 700 obendrauf. Aber momentan reizt mich jetzt hier nichts weiter. Thanks for shopping here. Come again. Relais und Schalter müssten wir herstellen können. Wichtig war jetzt auch erstmal der Generator und die Batteriebank. Damit können wir jetzt erstmal den Maschinenpistolengeschützturm betreiben. Ich hoffe mal, dass wir den Rest bauen können. Wenn nicht, kein Problem. Dann haben wir da neue Ziele. Ich überlege, ob wir noch eine Mission mitnehmen. Was hat er denn alles? Irgendwelche Aufgaben für mich, vielleicht was zum Buddeln. Hier vergrabene Vorräte, das klingt gut. I like you, friend. No matter what, I'm grateful for everything you've done.
Das Schöne ist bei vergrabenen Vorräten, man buddelt und hat gleich Lehm. Man hat gleich eine ordentliche Menge Lehm und da kann man ja immer genügend davon haben. Da muss man nicht einfach so, ich sag mal, unnütz ein Loch buddeln, um einfach an Lehm zu kommen. Ah, die Mission machen wir jetzt aber nicht, oder? Wollen wir sie gleich machen? Ach komm, wir machen die mal. Die mal ein bisschen zurechtschneiden, dass sie nicht ganz so lang dauert. Fahren wir erstmal hin. Angekommen. Ich bin auch mal gespannt, ob jetzt vielleicht beim Spawn schon die ersten neuen Zombies dazukommen. So, looten wir erstmal, was hier liegt. Wartet, wir machen hier etwas Ordnung im Inventar. Und hier müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Das packt man nachher in der Base aus. So. Den hat man durchsucht. Hier lag noch Müll. Sehr schön. So, da würde ich sagen, lassen wir die Schaufel Ach, das geht doch gleich hier wunderbar mit so einer 6er Schaufel. Ratzfatz haben wir das doch hier freigebuddelt. Und ich würde auch hier gleich ein bisschen mehr buddeln. Dann haben wir auch gleich Lehm, wie ich sagte, kann man immer gebrauchen. Ach, wir müssen mal das Quest annehmen. Meine Güte. Mein Fehler. Meine Güte. Erstmal gebuddelt. Jetzt wissen wir nicht, wo wir buddeln müssen. Erwischt. Na, guten Halbi. Da mal ein bisschen aufpassen. Oh, das könnte gefährlich werden. 19:28, aber ich denke mal, das schaffen wir. Bis 22 Uhr. Verdammt. Keine Ausdauer. Hatte ich jetzt nicht bedacht, hatte ich auch nicht hingeschaut. Und wir haben uns das Knie verstaucht. Schürfwunde haben uns zugezogen. Wartet mal, wir haben gerade einen Verband gelootet. Schürfwunde. Wie war denn das jetzt? Ja, erste Hilfeverbände. Passt schon. Ui. Was macht er da hinten mit dem Baum kämpfen? Eigentlich schon der letzte, ja. So, wer kommt? Bekannte Gesichter.
raus aus meinem Loch. Jetzt geht's ja gar nicht raus hier. Da ist er. So, die Schatzkiste, letzte Runde. Schatzkiste ist gefunden. Oh. Oh, wartet, jetzt muss ich mal eben weg. Wir haben jetzt wirklich von überall. Eine Runde haben wir noch. Schatzkiste ist gefunden. Gucken wir mal rein. Stiefel sehe ich. Ach, das ist wirklich Katastrophe, oder? Platz da. So, die lassen wir in Ruhe. Das muss nicht sein, der Kampf. Wir fahren schnell zum Händler zurück, geben noch die Mission ab. Das schaffen wir. Na, sehr schön. Haben wir noch eine ganze Stunde Zeit. Rennen wir schnell hoch, geben die Mission ab und dann zurück in der Basis. Packen wir mal noch das Waffenpaket aus. We sell only the... It must be my lucky day. 5000 Erfahrungspunkte, 1400 Dukes, Eisenbrustpanzer, Schmerzmittel, 60 7mm Munition, Bauplan, den haben wir bereits. Boah, schwer. Eigentlich Munition. 138. Ein Eisenbrustpanzer verkaufen. Haben wir eigentlich mehr. Munition stelle ich mir selber her. Da spielen die 60 Patronen jetzt keine große Rolle. Ist man mit Smart, die habe ich. Schmerzmittel braucht man nicht. Na, ich nehme den Eisenbrustpanzer. So. Dann sind wir hier fertig. Ich bin mal gespannt, was er morgen im Angebot hat. Ja, lass uns erstmal das ganze Loot einsortieren. Auch die Baumats, die ich jetzt mitgenommen habe, die packen wir wieder rein. Das waren die Eisenrohre. Elektrische Teile, Kunststoffabfall. So, was hat man noch aus der Lootkiste vom Buddeln? Maschinengewehrteile, 4 Stück. Stahlknüppelteile, ja, wenigstens das Passende. Das sind ja die Waffen, die ich dann auch nutzen werde. Lederstiefel, die würde ich dann auch direkt verkaufen. Mal Baumatz, da kommen noch jetzt die Stahlbahn rein. Die Lederstiefel kommen hier in die Händlerkiste. Die werden wir dann bald zu verkaufen. Ja, dann haben wir noch ein paar Rohstoffe einstecken. Rein damit. Sehr gut. Hier, das, die Pflastersteine, das läuft. Und die können wir mal hier unten packen. Das sind doch einige, die wir haben, dass das da oben nicht so unübersichtlich wird. Die Farbe kann mit runter. Mal ein bisschen Ordnung hier drin. Ja, das Holz habe ich jetzt absichtlich nicht gestackt. Das habe ich mal auseinandergezogen, um einfach kleine Stacks für die Feuer etc. zu haben. 6000 Eisenhammer. Was haben wir denn eigentlich in der Schmiede drin? Ja, Holz fehlt. Lehmboden, Eisen. Nehmen wir mal hier das 76er Stack. Oh, die kann laufen, das läuft. Und wir packen jetzt mal das Schrotflintenpaket aus. Öffnen. Ach, schön. Eine 4er Pumpgun. Munition dafür und ein Skillbuch. Das hatten wir noch nicht.
Verbessere die Fertigkeit zur Fertigung von Schrotflinten. Oh, drei Stück, so. Drei Stück. Die muss ich doch direkt mal testen jetzt. Wie viel hat sie drin? 8 Schuss. Wow. Nee, das war eine gute Entscheidung. Eine sehr gute Entscheidung war das. Also so eine beim Händler, ich weiß nicht, die kostet nicht gerade wenig. Gucken wir gleich mal, dass wir die modden können. Auslösergruppe hätte ich noch. Also mal, ist gerade ein bisschen unübersichtlich. Schrotflinte, da konnten wir sogar noch Mods bauen. Ich will aber erstmal gucken, vielleicht geht ja auch irgendwas rein. Ja, ist ein bisschen nervig jetzt, aber müssen wir durch. Verändern. Die Lampenmod würde passen. 4 Slots. Die Lampenmod ist das einzigste. Ah, freue ich mich drüber. Nee, wirklich. Die Schrotflinte, gerade Hortennacht, top. Oben hingestellt, bam, bam, bam. Ich glaube, da haben wir auch eine Menge Munition schon gesammelt. Ja, 150, 300. Hier haben wir nochmal 400 Schuss von der Schrotflinte. Die muss man erstmal durchballern. Das geht natürlich nicht so flott wie beim MG. Das haben wir gemacht. Jetzt gucken wir mal in der Werkbank. Nach Mods. Abgesägte Schrotflinten-Mod. Erhöht die Projektilausbreitung. Die bauen wir uns. Brauchen wir geschmiedetes Eisen, Kleber, mechanische Teile, Schraubenfeder. Kleber, Schraubenfeder, mechanische Teile, geschmiedetes Eisen. Fertige. Schrotflinten. Entenschnabelmod macht, modifiziert die Streuung zu einer hochzentralen Form anstatt einer runden. Ach, horizontalen, Entschuldigung. Auch das tun wir fertigen. Weiß ich nicht hier. Die Zielhilfe, ob die drauf gehen würde, wenn wir die bauen, was benötigen wir? Geschmiedeten Stahl, Kunststoff und elektrische Teile. Ah, warte mal, der Stahl ist mir jetzt... Ah, hier, was sehe ich hier? Schrotflintenmagazinvergrößerung. Brauchen wir noch Schraubenfedern? Schraubenfedern. Wo haben wir denn die hergestellt? Schraubenfedern. Schraubenfedern. Mensch, die kann man doch herstellen. Das war doch in der Schmiede. Ja, da würde ich sagen, wir müssen Betten auseinandernehmen. Ich finde es gerade nicht, wo man die herstellen kann. Ist jetzt nicht ganz so wichtig. Müssen wir nur dran denken. Dann nehmen wir einfach noch ein paar Betten auseinander. Ich glaube, da kommen die gut raus. So, dann haben wir noch unseren Generator, die Batteriebank. Wollen wir uns schon mal Gedanken machen, wo wir das platzieren.
Können wir uns dann diese... War heute so Baufolge, ich merke das schon. Diese Zange, die ich mal verkauft habe, bauen. Das war Elektrikzange, Ich muss ja mal jetzt durchgucken. Wir suchen Elektriker. Stufe 1 hatten wir doch uns angeschaut. Genau, Stufe 4 kommt die Batteriebank. Darum haben wir die jetzt schon gekauft. Stufe 3 Batterien. Ich sag nicht, ach, Generator hätten wir bauen können. Ah, naja, das habe ich verdödelt. Den hätten wir bauen können. Wir gucken mal. Munition, Waffen, Werkzeuge. Ach, hier ist es doch. Drahtwerkzeug hieß das. Brauchen wir geschmiedeten Stahl und mechanische Teile. Oh, mechanische Teile werden knapp. So, das Drahtwerkzeug zum Verkabeln ist gebaut. Suche ich mal noch fix die ganzen elektrischen Teile. Munition, Waffen, Werkzeuge, Wissenschaft, Mods. Ah, guckt mal, hier haben wir die Waffen. Waffen. Autos, Fahrzeuge. Der Generator. Eine Laterne. Wir haben einen Schalter. Ein Schalter ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Wichtiger wären diese Verkabelung. Ja, da benötigen wir elektrische Teile und geschmiedetes Eisen. Elektrische Teile, geschmiedetes Eisen. Elektroverkabelung. Bauen wir mal. Ach, können wir ruhig mal 10 Stück bauen. 10 Stück gebaut. Was benötigen wir denn noch? Eigentlich nichts weiter. Sozusagen von dem Generator in die Batteriebank, dann mit Verkabelung zum Geschützturm. Erforderliche Kraft 15. Kann mit geschmiedetem Eisen, mechanischen Teilen und elektrischen Teilen repariert werden. Naja, eine von beiden, dachte ich mir schon. Ja, was ist denn da jetzt besser? Projektilausbreitung, das ist halt für schlechte Schützen. Weiß nicht, ob ich da drunter zähle, die schlecht zielen können und trotzdem ihr Ziel treffen wollen. Aber er denkt, das macht mehr Sinn hier. Das ist so mehr punktgenau. Lassen wir mal die abgesägte Schrotflintenmod draußen. Die Entenschnabelmod drin.
Okay, Munition runter. Das nehmen wir jetzt immer mit. Ja, die ganze Batteriebänke würde ich dann vielleicht sogar später bauen. Ich packe das mal hier alles rein. Kommt es hoffentlich nicht weg. Ach, jetzt weiß ich wieder, was wir machen wollten. Wir wollten Beete bauen. Das fangen wir jetzt mal schnell noch an, bevor ich das vergesse. Wir wollen ja hier ordentliche Nahrung mal zubereiten. Auch Nahrung mit Bonus. Wir können auch schon ziemlich gut was herstellen. Bedeutet, wir brauchen Beete. Beete machen wir wiederum aus Lehm und verdorbenes Fleisch. Beete und Felderblock. Nitratpulver und Holz fehlt noch. Na gut, wenn man mal ein bisschen was in Hinterhand hat. Ja, was machen wir? Ich weiß nicht. Was können wir denn bauen? Fangen wir mal klein an. 20 Stück. Nee, war ein Scherz. Also, das ist für mich nicht klein. Ich weiß, für manche ist das klein. Die fangen erst an ab 100 Blöcken ihre Gartenlaube zu bauen. Und jetzt müssen wir uns nur überlegen, wo bauen wir die hin? Hier unten können wir sie leider nicht hinbauen. Ich hatte gesehen, in der letzten Hortennacht sind nämlich die Zombies hier drin gespawnt, hatten sie hier hinten durchgeschlagen. Also, wenn wir jetzt hier was angebaut haben, das könnte zu Bruch gehen. Bedeutet, wir müssen mal gucken. Ja, draußen würde mir natürlich auch viel besser gefallen wie Untererde. Bedeutet, wir brauchen noch einen kleinen Garten. Und wenn möglich, nicht direkt hier. Was rennt denn hier? Ach nee, ist ein Hase. Den lass mal. Kleinen Garten. Da gibt es Fleisch. Fleischfrei Haus. Ja, ich überlege gerade, ob wir jetzt hier einen Bereich anbauen. Wir können den ja unten auf der Erde bauen. Ich denke mal nicht, dass die dran rumschlagen. Ich bin mir da auch nicht 100% sicher. Oder wir tun den etwas erhöht bauen. Dass wir sagen, wir tun jetzt einfach hier nochmal Blöcke setzen. Und dann einen Garten drauf bauen. Aber da die jetzt hier drin gespawnt sind, ist das ein bisschen schwer gerade die Entscheidung. Gefallen würde mir natürlich auch, wenn wir hier das Gebäude mitnutzen. Ja, wir haben hier vorne ja noch alles frei. Hier oben die Lampen, die könnten wir reparieren. Eine geht sogar noch. Jetzt hier unsere ganzen Beete reinpacken. Was haltet ihr dann davon? Machen wir, wie sagt man, so ein Hochbeet. Müssen erstmal wegreißen.
So, Dame-Ordnung. Die Kühltheke, die würde ich lassen. Die spendet auch ordentlich Licht. Die lassen wir. Bisschen Deko. Hier ist die Klappe. Geht leider nicht. Müll wegräumen. Getränkespender. Fernsehapparat, Überwachungskamera. Ist schon nicht schlecht hier drin. Da oben haben wir sogar eine Lootbox. Guck an, ein Skillbuch für Erntewerkzeuge. Das ist hier oben richtig hell. Mir gerade so aufgefallen. Ah, da. Da weiß ich jetzt echt nicht weiter, ob ich mir einen Garten draußen aufbaue oder ob man hier oben auf dem Dachboden machen. Ist eine schwere Entscheidung. Schöner sieht es immer draußen aus. Praktischer wäre es natürlich da oben. Was? Tür verschlossen? Ach, so viel Zeit ist noch. Ich guck mal eben. Laufen wir in die Richtung. Hier waren wir noch gar nicht. Ob wir noch ein paar Federn looten können. Ach, die sind auch wieder zurück hier. Die habe ich schon mal vermöbelt. Brauchen einfach ein ganz normales Haus, wo auch ein paar Betten drin sind. Das ist eine Scheune. Das hier könnte eins sein. Tierklinik. Ah, das kommt mir bekannt vor. Hier waren wir doch schon mal drin. Nur Stoff. Nur Stoff, ein Hemd. So einer ist das. So, los. Betten haben wir gefunden. Zwei, drei, fünf, sechs, acht Schraubenfedern. Perfekt. Oh, eine Glücksbrille.
man die eigentlich auf, die Glücksbrille? Ja, wir haben eine Glücksbrille auf. Ja, ich weiß, hier waren wir gerade. Wollen wir sicher sein? Oh, nicht geladen. Oh, dem ist übel. Naja. Kann ich mich mit anfreunden? Juno, das ist richtig gut. Kartoffeln und Kartoffeln, Maiskolben und Maismehl haben wir bereits gefunden. Zuckersaft-Smoothie und Bier haben wir freigeschalten. Goldrutenpflanze. Ja, komm, wenn wir schon hier sind, gehen wir bis zum Endloot. Testen wir noch ein bisschen hier unsere Shotgun. Das war auch gut. Heidelbeersamen, den kann man gebrauchen. So, wo warten jetzt diese Absteller? Sehr schön. Angekommen. Lasst uns mal ein bisschen Platz machen. Wir haben einen Footballhelm. Den würde ich zerlegen. Kapuzen-Sweatshirt zerlegen. Goldrutenpflanze, die können wir wegwerfen. Das Hemd zerlegen. Das war's. Mining, habe ich da richtig gelesen? Die Kunst des Bergbaus. Watchung. Da du jetzt weißt, wie du dich zu bewegen hast, kommst du im Fall einer Watchung meist Teil davon. Erleide 50% weniger Schaden durch eingestürzte Minenschächte. Patronengurt? Oh.
Schlagringe. Noch nie genutzt Schlagringe. Nutzen. Ach, war da auch mal schön. Tag 25. Müssten wir eigentlich wieder zum Händler mal gucken, was er Neues im Angebot hat. Aber jetzt geht es erstmal runter in die Base. Bauen wir uns noch die Mod für die Magazinerweiterung, für die Shotgun. Und die andere Magazinerweiterung, beziehungsweise das. Oder den Patronengurt, der müsste ja in die in die Maschinenpistole passen. Maschinengewehr. Jetzt haben wir's. So, Mats, gucken wir nochmal durch. Dir war's. Mechanische Teile, Kleber und geschmiedete Eisen. Mechanische Teile. Kleber. Fertige. Brille, die Händlerkiste, dann haben wir noch Samen, dann haben wir noch Teile, unsere Zutatenkiste, da müsste jetzt viel leer werden, genau, Kaffeebohnen, 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 auch hier rein, sehr schön, läuft. Magazingröße plus 3. Gucken wir nochmal beim Maschinengewehr. Ja, passt nicht. Was ist denn das jetzt hier? Kann in jeder Brustpanzerung oder Beinschiene eingebaut werden. Lade 15% schneller nach. Aha. Ich kurz getäuscht. Brustpanzer gesagt und Beinschiene. So, das soll es aber jetzt für heute gewesen sein. Haben schon wieder komplett überzogen, aber hat so viel Spaß gemacht heute. Ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht. Lasst gerne ein Däumchen da, freue ich mich drüber und schaltet das nächste Mal wieder ein. Macht's gut.